Wir freuen uns, dass insgesamt 48 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Moose Cup mitgespielt haben und damit das maximale Teilnehmerfeld erreicht wurde. Nochmal einen herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt haben, sowohl in der Organisation als auch an alle Teilnehmer. Es war, glaube ich, ein schöner Einstieg in das Mitmensch 2024. Wir kommen zu den Ergebnissen im Moose Cup 3, der Leistungsklasse 3. Ich erwähne einmal alle Endplatzierungen und die Top 3 dürfen dann entsprechend nach vorne kommen und ihre Pokale und Sachpreise und Urkunden abholen. Der 16. Platz geht an Jonas Thiesing, 15. Levin Karaman mit 1:4, Bila Akmasi, 14. ebenfalls 1:4. Jeweils mit 2:3 spielen wird 13. Dino Tönges-Kartic, Oliver Grabellus, 12. Wei Wei Cheng, 11. und Jamin Rami, 10. sowie Bjarne Eller, 9. Mit 3:2 Siegen wird 8. Ara Sevim, 7. Lukas Jetta, 6. Amir Klemcani, 5. Kamila Shepiakova und 4. Tom Steinmetz. Mit 4:1 Spielen gratulieren wir ganz herzlich zum 3. Platz und zum bronzenen Pokal Arvid Chakravorty von der DJK Franz Hales aus Essen. Herzlichen Glückwunsch. Mit ebenfalls 4:1 Spielen, aber der etwas besseren Buchholzzahl, wird 2. Silbermedaillengewinner Abramea Chukla, ebenfalls DJK Gonzales aus Essen. Bleibt gerne vorne stehen, damit wir gleich ein schönes Bild schießen können. Und der Sieg im Moose Cup Leistungsklasse 3, der geht mit einer weißen Weste von 5:0 Spielen an Luis Otto van Küster von Borussia Düsseldorf. Herzlichen Glückwunsch. In Leistungsklasse 2, auch hier haben wir in der 16er Gruppe im Schweizer System gespielt, wird 16. Marc-Alexander Grabellus, 15. Karl-Louis Weidner mit 2:3, wird 14. Paul Knebel, 13. Ismail De Luis sein, 12. Leon Tabert, 11. Luisa Fang, 10. Anton Mader, 9. Ilias Musa Koban sowie 8. Anay Schuckler. Mit 3:2 Spielen wird 7. Suham Cheng, 6. Timo Zagorski, 5. Nick Trinikens und 4. Tilo Klaus. Wir kommen wieder auf die Top 3 und gratulieren zum Bronzerang 3. Platz mit 4:1 an Lukas de Christan von Borussia Düsseldorf. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das komplette Podest der Leistungsklasse 2 ist in Düsseldorfer Hand, ebenfalls 4:1 mit der etwas besseren Buchholzzahl. Der 2. Rang geht an Jona de Christan. Herzlichen Glückwunsch. Und mit 5:0 Spielen darf sich über den Sieg in der Leistungsklasse 2 Anton Wu freuen. Herzlichen Glückwunsch, Anton, zum Gewinn des Moose Cup Level 2. Kommen wir zur Leistungsklasse 1. Ich glaube, hier dürfen wir wirklich einige hochklassige Spiele erleben. 16. wird dort Lennart Brahm, 15. Fabian Böhnig mit 1:4, mit 2:3 Spielen jeweils. 14. Lars Wüllner, 13. Julian Stenzel, 12. Lenny Terlinden, 11. Ilias Fang, 10. Lowy Tlemcani, 9. Luca Puppe. Mit 3:2 Spielen wird 8. Nikolas Genski, 7. Marvelous Osagide, 6. Julia Pelik, 5. Margarita Pavliok und 4. Ivan Savchuk. Wir kommen zum Bronzerang, ebenfalls mit 3:2 Siegen, aber mit der besten Buchholzzahl. Wir gratulieren von Borussia Düsseldorf Ronan Patra. Der Silberpokal, Vizetitel, geht mit 4:1 Siegen von TTC Benrad an Polina Krivoceja. Herzlichen Glückwunsch. Und Siegerin unseres Moose Cups, Level 1, 5:0 Spiele. Wir gratulieren Ilona Buhai von Borussia Düsseldorf. Herzlichen Glückwunsch, Ilona.
Dann stellt euch doch einmal nochmal zum gemeinsamen Siegerfoto auf. Nach vorne schauen bei der Sarah ins Handy. Sie koordiniert euch ein bisschen.